36% hätten Okay, mich bereit nicht gescammt gewonnen. zu werden, 3 Stream, juhu. Das Oh ist ein wait, schöner Name. heute ist Sonntag, ja genau, das ist mein Name, beziehungsweise nochmal der extra Name ist Whimsy Farm, sobald ich ein Wolani-Upgrade bekomme, Tag 5. Was der Sack doch lebt, ist auch Das ist eine so geil. Frechheit. Anyways, ich kann Transient Resin benutzen, was cool ist. Ja, du hast bis jetzt extrem Pech mit den Xingqiu Rolls. Ja. Bro, Pech mit Rolls kenne Sakobi, ich. gamble mal besser. Ich schwöre, das wäre Murmelis Charakter. So, er würde Ja, jedes Mal 8-mal den Roll bekommen, den Double und dann so eine halbe Million Damage machen. warte, ja, wer ist das? sag mir den Wer ist das? Wegtrain Wer ist so. das? Wer ist das? Das Xingqiu, ist so ein irgendwie ein Four-Star. Forster. Bro, die Der macht beste Forster, noch. die mir ist im Game. Ja. Ist sie gut? Die Xiangling Welches aus ist mein Starwild. Friendship-Team? Ja. Murmeli, wenn du gut gamblest, ist sie so der beste Charakter, so der beste DPS. Wenn du schlecht gamblest, dann. Ja. Aber Ist ich sie habe nur nicht, ihre nicht Speed gut. 2. Ja, das ist schlecht. So, die E6 ist schon sehr gut. Bro, Sogar wenn das du ist. Sparkle hast, geht auch ohne. Ich höre Ich habe keine Gambling on top of Sparkle. Gambling im Combat System. Das klingt auch geil. Ja, Aber Bro, wenn aber ich die spiele, SS. dann habe ich basically C12. True. Oh nein. Xingling, Ja? ohne den Charakter hätte ich schon lange gequittet, so. Das ist Ja. der Grund, weshalb ich noch spiele. Weil die so Okay. fun Sie ist. cool. Sakobi, Also. genau dann, wenn du den Double Die erste bekommst, dann hast du Follow-up. keine Oh wait, Skillpunkte das ist mehr. mein Friend. Die Ja, erste das ist mein Follow-up. Friendship-Team. Let's go! Ja, und dann. Ja, Bro. Deswegen spiele ich kein Mono Quantum. Das ist so genau der Grund. Oh mein Gott, nein. Oh Mann. Bro, du hast schon viermal die gleichen. Ich lass los. Ja, ich weiß, ist mir scheißegal jetzt. Ich will hier einfach raus. Ich will hier raus, ja. Eigentlich kannst du einfach retryen. Das schaffe ich Ich schon glaube, noch. es ist over für ihn. Ich schaff das schon noch, Aber trust. es ist halt deutlich viel, trotzdem viel schneller als das Clara-Team. Ja. Der Team war bei fast 20. Wait, what the fuck? Wie fehlt mir so viel diese Woche an Battle Pass XP? Ich Was habe ich finde, falsch sie gemacht? hat den. Oh Ich yeah, finde, it's sie hat gambling. den besten Abyss. Ah ne, doch nicht, es passt. Ja, wieder kein Double. Ah, es Oh, wird ich finde, Zeit sie für hat die den besten Artefakte Abyss. Main und Pain. Ja, ein Damit bisschen sie nicht. schon. Aber. Bro, ich hasse einfach die Endgame-Modes mit TV. So, zum Glück gibt es nur einen und die neuen haben es anscheinend nicht. Sakub, ich Welche? glaub, du hast jetzt das Schild nicht mehr auf Ushuan. Warte, welchen meinst du? Über welchen Endgame-Mod Der redest du gerade? neue. Oh ja, ich habe das Schild nicht Was mehr ist auf mit dem? Ja. Warte, welcher Part war mit TV? Wait, actually, Was? warum? Mir fällt jetzt so, warum ist es so laut? Ich muss mal Discord leiser stellen oder sowas. Boah, das war gutes Timing. Ja, Murmeli, der Mode, der neu kommt, neuer Endgame-Mode, der hat ja kein TV. Habe ich mehr Damage Ja, eigentlich geschafft bei dem Boss gemisst. als Nur du? pures Combat. Was habe ich Bosch angeklickt, habe dass ich. mein Bildschirm plötzlich so viel dunkler geworden ist? Ach so, Bosch Nachtmodus, habe ich ich dachte. mehr Damage geschafft als du bei dem Boss. So, Bosch, Ich was hab denkst den du, noch wie nicht wird's mal jetzt? unlocked. Was Ist. denkst du? Krieg ich jetzt Double und gute Rolls oder Ja. sind jetzt nach zwei und. Jetzt ist die Zeit gekommen. Oder auch nicht. Schade. Ciao, Oh, dafür, kannst du wenn du es dann mal diese bekommst, ist es Fähigkeit? Hype. Nennen. Ja. Ich hasse den Endgame-Mode, der ist so scheiße. Um was geht's? Ja, wo Starrail man nicht Endgame. sterben darf. Sie. Was nicht Bro, erst so, ja geil, neuer Endgame. geiler, riesiger Skelett. Ja, Oh, nein, er ist geil, der. aber er ist so schwer, Oh, Chingling, er es ist ist. Kobi, er ja. What? Ja, okay. Coole Sparkle halt. Bro. Das hätte Sparkle. Das Mann. war. Das wäre ein Waste einer Ah, Sparkle-Ult Healing gewesen. Bonus, geil. Nein, du hattest Defense genug. Goblet mit Defense Flat, Attack Flat und Crit Rate. Es ist worthwhile. Braucht ein gewisses Furry-Viech von Geo-Element, eventuell noch anderes. That's Energy Recharge, oder? Meinst du Goru? Oh ja, stimmt, Goru. Bro, was? Von was reden wir? Scroll of Cinder Von C Goru. Scroll of the Hero of Cinder City.
Peace Träger vom Geo-Element, Furry, aber so, you know, so Kachina-Bein groß. Auch dieser Charakter eventuell Energy Recharge wichtiger als Crit Rate oder ist nur Main Stats? Oh, Sakubi hat Glück, Ult noch, weil du willst Frosch die Ulti ignoriert einfach, don't know what, for real. Oh, ich weiß nicht, von was du redest. Ist... Von ja, wow, also das ist ja crazy. Sakubi weiß nicht, wie man Jinx spielt. Ich weiß nicht, wie man sie spielt, ich hab sie noch nie gespielt, ja. Ich merk's. Ich hab sie geschrieben, ich bin halt onstream, ich darf das glaube ich nicht ganz artikulieren. Du meinst ach schon? So. Ja, also wow, also ich hab. Hä? Andra Scroll of Cinder Zero. Ach egal. Schade. Fragst du auch die Talent Books, Bro? Nein, Stats, hä? Ja, Defense fertig. Ja und. Ansonsten ja oder wie? Oder nichts. Kannst du ja, aber ich glaube hier Burst ist zu behindert mit Stick. Okay. Aber ja, das mache ich aktuell einfach Defense Mainstat und dann ja. So, ja, jetzt okay, dann save ich das auch. Nicht genug Points dafür. Ja, natürlich. Ich gehe mich umdrehen, es reicht mir. Defense also, Kobi, du spielst ja, aber auch ein bisschen suboptimal. Bro, was sind das für Pieces? Weiß. Ich krieg auch nur Scroll Pieces. Ich lieb's. Let the mighty be humble. Silence. Wir haben den Link von Project Ember geändert und darum komme ich nicht mehr drauf. Oh, schade. Wie add ich den Scheiß? Komm mal, Bro, ich krieg wirklich nur Scroll Pieces. Oh? Ey, what? Was sind das für Dogshit Stats? Endlich! Wow, also. Endlich? Wow! Holy shit! Ich hab's Gefühl, immer wenn jemand Luck hat, hab ich Pech. So for real, das wird so geklaut. Oder was? Ja, ich glaub 4 Rolls oder so und ein Double. Oh, guck, und wie viel Damage guck, hat's da gemacht? Über 2 Drittel von dem AP von dem Sack. Nice. Guck, gerade hat jemand Glück und im gleichen Moment habe ich Pech, so wer hätte es gedacht. Holy. Und, also wow, es ist halt for real. Ich werde echt abergläubig. Das ist krass. Wenn ich jetzt so nachdenke, Tag 5 und jeden Tag verbrauche ich 4,5 Resin, dann müsste ich heute schon, ja, und dann heute noch ein 6. theoretisch. Okay, klar, Team, da kann, weiß ich schon ein bisschen besser, wie man das so spielen hat. 18 plus, ich bin jetzt gerade bei, wenn ich heute und immer noch nichts rausbekomme, habe ich 24 Condensed ausgegeben und kein Upgrade bekommen. Ich glaube, bei Clara kann man auch nicht so viel falsch machen wie bei Chingchui. Ich bin andere Teams gewöhnt, okay? Bro, wie schnell haben die Kachina getötet? Ich bin rausgeswitcht, aber nein, scheinbar nicht. Alter, das Game ist auch so am Scan. Diese Drecks-Geo-Viecher sind so nervig. Warum schlagen sie alle dreimal zu und machen pro Hit 4K? Ja, das ist geil, wie wir alle andere HoYoverse-Games spielen. Ja, wir spielen alle HoYoverse-Games, die möglich sind. Auch wenn die Scanische da. Wir brauchen noch Anker Impact 3rd und den fucking Bayshit. Ja. Wo ist der Digga, hier ist Essen, was da ich, was mach ich? Ey, Hoyoverse mag uns, glaub. Ja, mich nicht. Nein, also, die hassen den. Nee, ich mein so als Customer. So, wäre hier jemand im Call, der müsste uns so danken. Ja. Danke für euren Support. Echt so. Und bei Jingling müssen sie sich entschuldigen. Ja, Bro, for real, was ist das? Ich bin bei den Puls auf einem Worst Case Roll 1 in 500 und bei den Artefakten will ich es gar nicht mehr wissen. Wow, was ist das? Was ist da? Okay, ja, sorry. Nächstes Mal ist wieder Teamnehmer. Bro, also, das ist unfassbar. Entschuldigungen würden nicht reichen, die müssten actually so Ausgleichszahlungen hier tätigen. Ja, die Schäden, die ich erlitten hab, Bro, das ist unfassbar. Sie müssen Schmerzensgeld zeigen. For real, was soll das?
Wieso sollte ich Peler holen, Game? Was ist falsch mit euch? Ja, das ist der vorletzte Domain Run für heute. Und Lemmegas. Es ist nur Scroll Pieces und dann auch noch Dogshit. Okay, ein Scroll Piece. Oh mein Gott, Defense. Gott, ich bin One Hit und es ist nur noch einer von diesen zwei nervigen Bossen am Leben. Oh. Und er ist aber auch fast gleich tot. Bitte. Ja, nein, doch nicht, er ist auch noch nicht tot. Ich bin sicher. Was ist One Hit? Bitte. Ich hab das so lange versucht. Es ist so viel angenehmer zu spielen mit Terra. Das ist die erste. Ja. Man wird hier angegriffen. Crazy. So. Ja. Ja, die scheiß Viecher da could never. Ist das ein Spiel? Boah, ich hab nur noch die andere Seite. Ich schalte hier mental ab gerade. Was ist das? Also, du hast beim letzten Floor die erste Hälfte geschafft. Ja, aber auf der anderen Hälfte spiele ich Jane Doe. So. Digga, warum habe ich. Ich habe ein Goblet mit Damage Bonus Mainstat und Vorliner Double Crit Substats mit Max Rolls. Aber es ist Geo Damage Bonus vom Scroll Set mit Defense Percent HP Flat. Was ist das? Das kann auch kein Charakter benutzen. Ja. Jo, ja, ich kenne die erste Hälfte. Ja, und die erste Hälfte habe ich mit Solo Jane Doe geschafft, obwohl die keine Weakness zu Physical haben, ohne Probleme. Und ja, Jane Doe ist schon crazy, so defensive mit ihren Dodges. Eben, und in der zweiten Hälfte sind beide Bosse weak to Physical. Das heißt, es wird easy wahrscheinlich. Oh. Also ich glaube, das sollte kein Problem für mich werden. Crazy. So, ich bin kurz damit jetzt raus. Oh, er hat mich one-hitted. So, Momili, wir brauchen dein Glück. Nein, warte, gerade ich brauch auch Glück, ich roll jetzt ein Piece und es wird hoffentlich... Ja, okay, wait, das behalte ich. Was ist das für eine Reward? HP Flat. Vorletztes Level! Das ist ja noch magerer als Genshin. Ja, for real, was ist das höchste? Iron Resin und das war's! Iron Resin, 25 Weapon was? Mit XP mit und 55.000... Warte, Geld. Wenn man stirbt, Frosch, man muss alles von vorne machen. Nein. Doch! Ich glaub nicht. Was ist das höchste? Als ob... Ich muss alles von vorne machen. Oh mein Gott. Ja, was für Murmeli, dann so. Lass ich das für eine Weile. Murmeli, brauch dein Glück. Nein, ich geb kein Glück, Bro, was ist das? Hey, das hab ich gemacht. Ja, okay, komm, mein ich gönn. Ja, komm her. Dann halt Glück. Jetzt komm. Okay, der muss es jetzt sein. Show me your move. Here goes. Mann. Ja, Frosch, weißt du, was so dumm ist? Wie bist du eigentlich? Frosch, weißt du, was so dumm ist? Schau mal, im Endgame-Mode, wenn du pausierst und auf Restart drückst, kannst du denselben Raum nochmal versuchen. Also, wenn du stirbst, bevor du auf Restart drückst, dann nicht. Okay. Warte, das heißt, ich brauch bis weit sein Pity, noch so 10 Pulse und ein Pity drin. Das ist so dumm! Ich hätt's geschafft! Dann muss ich halt jetzt einfach zwei Teammates bei Jane Doe nehmen, halt die One-Hit-Hit. Ja eben, mach einfach random Mates rein. Nein, einen, nur Zeph. Für den, Ja, warum machst du das nicht eh? Einfach um aus Spaß, dir so zu führen. Ja, nein, mit dir hab ich nur ohne Treffer gemacht. Digga, es ist so scheiße. Ich hasse diesen Modus. Was ist das für ein Disrespect? Bro, ist auf einmal ultra sauer. Erst hypt er alles tot und jetzt ist er irgendwie übel sein. Was geht bei euch ab? Das Ziele Hyper-Team ohne Ziele. Das Genuine Hyper-Team ohne Genuine. Bitte, was spielt ihr? So, ich verstehe nichts davon. Ja, schau, es gibt so einen Charakter, Genuine, der ist nicht, oder mittlerweile ist er ja nicht schlecht, aber so, ich habe den halt komplett gebencht und früher, wo ich ihn noch so ein bisschen gespielt habe, war mein Team so auf
halt sein Team umbenennt zu so Genuine Hypel, aber da ist jetzt einfach ein Clara Hypel Team. Das ist so wie dein Navi Team heißt so Yula Hypel Carry. Auch geil. Ich will was ausprobieren. Ich will mal ein dummes Team ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Oder. Ey, ich war gerade so voll Sila-Fan, aber. Chingyu ist einfach so viel geiler. Wofür jetzt Devious, ja? So. Abfall. Das wird das Team. Oh mein Gott, das fuckt so ab, der Modus. Wandering Meme? Warum heißt die Karte so? Warum nicht? Wandering Meme. Das ist ein wanderndes Meme, haha. Ey, ich muss jetzt Woodpecker Elektro farmen, einfach für das Two-Piece, weil es ist halt 8 Crit Rate. Ja. Ich muss mal irgendwie ein Upgrade für Mualani bekommen. Meine, die Domain ist halt ass, aber es kommt bestimmt irgendwann ein Charakter, der auf Defense Geld, der brauchbar ist. Oh, aber ich habe einen beim ersten Tag Woodpecker farmen, ich habe jetzt schon ein Double Crit Attack Percent. Crit Damage. One. What? Defense Flat, ja, wer hätte es gedacht? Ah, fuck, einmal Anomaly. Okay, aber sonst gut. Ich kann eigentlich auf Autoplay. Ich prove, dass der Game Mode easy ist, indem ich mit diesem Drecksteam einfach Autoplay durchspielen werde. Geil. Jetzt Crit Rate bekommt. Defense Percent, okay. Aber wait, nee, actually, das ist ein. Ja. Defense. Schade. ER, ja, okay, es geht. Ich behalte es mal. Fixelonen. Surely. Boah. Schade. War sein Team. Ja, die Sache ist halt, der EM-Roll so drauf kann einem Geo-Character ja legit nichts bringen. Aber an und für sich hat's ER und Defense Percent. Soll ich einen 10-Pull auf Chain Dome machen? Ja, boah, wait, hast du die noch gar nicht? Nee, nein, ich will sie eigentlich skippen. Okay, nee, actually, nee, ich brauch den Shield-Character unbedingt. Du brauchst aber beide, vertrau. Ja, Bro. Physical DPS. Stilonen lässt das nicht zu. Kannst du nicht einfach sagen, es ist mein 18. Ich will jetzt noch ein bisschen mehr haben. Vielleicht soll das bei Rerun. Aha. Moin. Guten Tag. Yo, ich bin am Stream. Keine N-Wörter. Ja. Diese Terms of Service gerade am Anfang. TOS. Genau, TOS, keine Endwörter. Ja. Weil wir bitte runterscrollen und auf habe ich gelesen und akzeptieren klicken. Schade eigentlich. Ich hätte ablehnen sollen. Ja. Das ist die Gameplay gerade. Oh, my apologies. Ich bin cooked. Geil. Hey, Chingling. Was ist? Ich habe ja morgen Physikprüfung. Ja. Ich habe den Probetest gemacht und ich bin ja cooked. Oh. Das ist vorbei. Schade. Ja. Hast du noch nicht gelernt? Oder hast du wieder zu viel Chingling Research gemacht? Ja. Ja, aber also es sind halt manche Verständnissachen drin, die ich nicht so wissen kann. Also wie meinst du wissen kann? Die geht in der Lösung einfach von ihren Formeln weg. Was will ich machen? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich stream dir sonst mal kurz. Formeln ableiten. Ah ja, ich mach noch kurz das hier zu Ende. Oder habe ich schon vielleicht genug? Nein, mir fehlen noch 3 Leylines, fuck you. Actually, ja, ich kann gleich, aber auch, ich kann einfach währenddessen reinschauen. Ich weiß nicht, ob ich dann
alles verstehe, aber kannst du ein bisschen reinzoomen, das ist ein bisschen. Ich schwöre, Alan Group ist besser wie Kasu. Mit dem Charge Attack. Ja. Ja, noch einer. Hey, da ist jemand. Komm, spawn die hier. Also hier. Ja, ist halt schön ableiten und so, ja. Sonne, Masse der Sonne, mit dem Gravitationsgesetz als Ausgangspunkt leiten Sie das dritte Kepler-Gesetz. Im Fall einer kreisbügigen Kerne drücken Sie den Wert des Proportionalitätsfaktors im dritten Kepler-Gesetz aus. Dritten Kepler-Gesetz. Ja, okay, da hast du das Gravitationsgesetz. Leiten Sie das dritte Kepler-Gesetz im Fall einer Kreisbewegung her. Das musst du halt auswendig wissen. So, du musst das dritte Kepler-Gesetz wissen und dann solltest du den Übergang davon auch wissen. Das ist halt auswendig lernen von dem Beweis. Oder nicht? Du hast gesagt, Kobi, was spielst du da für ein Team? Nee. Warum ist Spyro da? Du hast ja gesagt, wir müssen es einfach herleiten. Das ist ein Monoelektro-Team. Oh, schade, ja, Zentripetalbeschleunigung. Ich hab doch gesagt, ich will beweisen, dass der Mode so absolut einfach ist. Ja, gleich W Quadrat, ja. Ich mit diesem absolut cursed Team, dann durchrenne. Okay. Also ich glaube, also das hier hätte ich jetzt noch hinbekommen, weil ich kenne halt die Formeln. Ja. Aber hier, mein Problem hier ist, also wir haben ein Objekt, das sich einen Kreis entlang bewegt mit Radius 20 cm und konstanter Geschwindigkeit. Und dann legt es so viel Abstand in so und so viel Zeit zurück. Ja. Und jetzt die Winkelgeschwindigkeit, oder? Ja. Da wäre ja die Formel, also erstmal den Winkel davon wäre ja B durch R, also Bogenlänge durch Radius. Ja. Und hier verstehe ich nicht, wieso schon 2Pi. Was hat 2Pi da zu suchen? Warte, das ist die Bogenlänge durch was nochmal, sorry. Die Strecke durch das Maß. Ich meine Bogenlänge durch Radius. Und da hat ja eigentlich 2Pi nichts zu suchen. Ja, du willst erst den Winkel bestimmen, das ist ja der Winkel. Delta, ja. Theta steht da. Das aber ist, du hast den Winkel. Das ist doch die Winkel pro Zeiteinheit. Das macht ja gar nichts. Ja, mach's nicht. Ja, ja, es ist Winkel pro Zeiteinheit. Genau, das heißt, erstmal musst du auch einen Winkel bestimmen. Erstmal die Strecke, die du zurücklegst, geteilt durch. Also, was ist deine Gesamtstrecke in einer, also in einer Sekunde? Legst du ja 40 durch 6. Ich meine, ja, doch 40 cm pro 6 Sekunden zurück, ist was auch immer. Ist ja 6,66, bla, scheiße halt. 6,66 cm pro Sekunde, das heißt, du rechnest es in Sekunden um. Dann hast du das geteilt durch die Gesamtlänge und dann hast du den Winkel erstmal ausgerechnet. Wenn du dann den Winkel ausgerechnet hast, machst du Delta Theta. Also erstmal den Winkel geteilt durch die Zeit. Also das Weitere verstehe ich. Aber ja, ich verstehe nicht, wieso beim Winkel bestimmt 2Pi drin ist, weil. Und auch Delta S ist ja eigentlich 40 und nicht 40 durch 6. Ja doch, Delta S ist ja 40. Ja, aber du willst doch deinen Winkel haben. Dein Winkel ist ja, welchen Winkel er zurücklegt pro Sekunde. Du rechnest ja die Winkelgeschwindigkeit in so und so viel pro Sekunde, also in Sekunde hoch minus 1. Hast du schon richtig gefreut auf dich. Das heißt, du willst auch erstmal den Winkel selbst. Wollen wir den Call irgendwie aufteilen? Auf eine weil Sekunde. Die Hälfte ist Schule und die andere Hälfte ist Gaming. Ja. Jo, ja, können wir machen. Da ist jetzt einfach Chingling und ich geh in CSG. Na, ist klar. Oh, dann zieh ich mit drüber. Also, du kannst dir so vorstellen. Ja, erstmal, ich muss kurz meinen Spot suchen, wo ich hingehen will. Tomato, Digga, das kann nicht sein. Was ist das? Winkel. Muss ich Winkel in der Sekunde haben? Ja. Ich meine, die gewünschte Antwort ist in dem Fall pro Sekunde. So viele Umdrehungen sozusagen pro Sekunde. Aber ich habe ja hier, also ich berechne ja den Winkel, der in dieser Zeit halt entsteht von T1 zu T2. Oder? Den Winkel hier. Was? Nein. Du sollst in Runden pro Sekunde umrechnen. So, das ist halt eine Standardmaßeinheit, nicht pro 6 Sekunden.
Das kürzt man dann einfach runter auf pro eine Sekunde. Wenn du verstehst, weil 40 Zentimeter pro Sekunde, dann sagst du erstmal, was ist das für eine Geschwindigkeit pro Sekunde, beziehungsweise ich hab's ohne Retry geschafft. Wo ist Frosch hin? Ja, die sind doch zu CC gewechselt. Ja, er war mute. Achso, ups. Digga, ich versteh's nicht. Das haben wir nie so gemacht. Ja, dann keine Ahnung. Ich kann dir nur erklären, was ich hier sehe. Yo, Tomato. Ja. Ich hab gehört, du bist Physikstudent. Ja. Erklär mir mal, wieso hier für die Winkelgeschwindigkeit, also der Winkel so berechnet wird. Winkelgeschwindigkeit ist 2 Pi mal die Frequenz. Glaub ich. Müsste ich jetzt nicht fertig sein mit dieser scheiß Commission? Nein, eins fehlt mir, was soll das? Frech. Also du versuchst, glaube ich, erstmal die Periodendauer oder die Frequenz zu berechnen. Also. Also Radius 20 cm heißt ja Umfang ist 2 mal R mal Pi. Hier steht da unten 2 Pi R. Ein Abstand von Geschwindigkeit. Delta S. Was ist ein Delta S bei euch? 40 Zentimeter. Also die Strecke. Das ist wilde Delta S. So. Tomato fragt sich, was das ist. In der Schule war das immer eindeutig. Das ist die Strecke, die zurückgelegt wird. Ja. Im Studium ist es nicht. Nee, nur weil die 6 Sekunden noch an. Also. Oh, ist mir tatsächlich auch. Also ich hätte erstmal hier Frequenz ausgerechnet. Und dann hat die Winkelgeschwindigkeit. Also mit Frequenz meinst du hier. Wie viel Umdrehung pro Sekunde, ja. Das Umdrehung pro Sekunde. Gesagt. Aber wir haben das halt jeweils mit Bogenlänge einfach durch Radius und dann haben wir Alpha in Rad. Oder halt Theta. Ja. Ich meine, ist es, wenn wir uns das so anschauen, die Winkelgeschwindigkeit ist ja auch Rad pro Sekunde. 0,524 Rad pro Sekunde hast du. Macht ja auch das Sinn, wenn man es so abschätzt. Ja. Denke ich. Ja, vielleicht macht es mir Sinn, wenn ich halt die Formeln zeige, die wir gegeben hatten. Also wir haben es halt jeweils mit oh Digga. Das ist eine Qualität. Mit der Scheiße hier gemacht, oder? Ich muss Word-Bosse killen. Oh ja. Hier der Winkel im Bogenmaß. Dann haben wir hier einfach mit Bogenlänge durch Radius. Ja. Und dann, das wäre ja im Prinzip hier auf das auch übertragbar. Auf die Winkelgeschwindigkeit. Dann wäre Delta Theta einfach hier mit der Formel machbar. Ja, es kann ja sein, dass das richtig ist. Aber sie macht's halt anders jetzt, random. Ja, es muss ja nicht immer nur einen richtigen Lösungsweg geben. Aber meine Lösung. Aber wenn ihr das so gemacht habt, dann so. Ja, dann muss ich mal gucken, ob wir mit den. Also du weißt, was die Lösung ist. Ja, die Lösung hatten wir ja gegeben. Dann muss ich mal kurz. My blade is all that remains. Das war ja hier. Also ich komme auf 0,3 Periode. Grad pro Sekunde. Und die kommt halt auf 0,524. Wie viel ist noch mein Rad? Muss ich nachdenken.
Rad in Grad war doch irgendwas mit 73, oder? Rad in Wie geht Grad. das? Wie viel ist ein Rad in Grad umgerechnet? Ne, 7,5, Ein Rad ist 2 7,5. Pi durch 360 Grad. Oder wie? 2 Pi durch 360. Ja. Ja, ja. Das sollte ich mir vielleicht irgendwann mal merken dann fürs Mathe-Studium. Oder? Ja, der sollte so sein, ne? Oder war es nicht andersrum? Ein voller Kreis sind 300, es sind 2 Pi ja, oder ist nicht 360 3, ein Grad. Rad ist doch 360 durch 2 Pi, nicht andersrum. 2 Pi durch 360 Grad wäre ein bisschen komisch. Also, Moment, 360 jetzt. Grad sind 2 Pi. 360 durch 2 Pi kommt auch hin, weil hier sehe ich auch im Internet 3 Pi, ein Rad ist 57 Grad, was auch ungefähr hinkommt. Weil dann hättest du geteilt durch etwas mehr als 6, 6, was weiß ich, 3 halt. Ja genau, das ist dann 360 durch 6,3 in etwa, das kommt auf in etwa 57 gut hin. Das heißt, ja, es ist 360 durch 2 Pi. Stimmt. Sorry, ich wurde gerade gestört. Was willst du noch? Also was jetzt, was ein Rad ist? Ein Rad? 57 Grad. Bisschen mehr. Ja, ja, andersrum. Ach, 57 Grad, das kann nicht sein. 57,3. Habe ich jetzt gerade im Internet schnell gefunden. Ja, es ist es. Also 360 durch 2 Pi halt. Ja, eben meine ich. Have a taste of her. Oh, ich bin nah dran. Bro, was ist das? Trapped like a bunch of helpless things. Not bad. You've proven to be a worthy opponent after all. 20. Hast du es auch in Basiseinheiten umgerechnet? Vielleicht ist deswegen das Ergebnis falsch. Ja, das sind jetzt Zentimeter. Ja, ich habe ja Zentimeter. Achso, ist alles, wenn alles in Zentimeter ist, dann kürzt sich das auch raus, aber. Ja, never mind. Das ist 20. Was? 2. 0,4 mal Pi. Ist so. Afraid? Or do you not even have the courage to be afraid? Smile! Is it my turn now? With the fall of darkness, destruction shall rise. Have a taste of courage. Bro, ich werd gescammt. An oversight on my Not part. Bad. You've proven to be a worthy opponent after all. Cutness has been sealed away. My blade is all that remains. Suntown is only the beginning. Boah, zum Glück hatte ich nicht mehr genug Resin, sonst hätte ich so gewastet. Holy shit. Okay. Jetzt kriege ich noch 2 Level für den Battle Pass. Ich fehlen leider 160 140 Battle Pass XP. Es liegt daran, dass ich einmal das hier nicht eingesammelt habe. Ja, ist fein. Ich muss noch das Main Event spielen ist heute. Ist ein Drittel richtig? Ja, ich habe auch ein Drittel. Also es ist halt literally einfach 40 durch 20 und dann 2 durch 6. Ich weiß nicht, was sie hier macht. Lehrerfehler, Fragezeichen. Also, wir haben ja auch diese Formen gegeben, so von ihr. Ich verstehe nicht, wieso sie die jetzt anders verwendet. Ja, Digga, ich schlage morgen meinen Schwanz in die Fresse, Digga. Oh, wow, du streamst ja, oder? Ja, ja. In-game. Das ist das die auch, Ausrede hast du das aller auch mal Zeiten. Nachgerechnet, Shingle? Nee, habe ich nicht. Aber es ist jetzt auch kein Lösungsweg, wo man crazy rundherum rechnen könnte. Das sind halt zwei Formeln. Und ja, Delta ja, ich T ist ja heute mit der Frequenz gemacht.
Wie viele Primus, wie viele Puls habe ich? Ist nur wahrscheinlich so ein bisschen mehr als 30, 34 oder so. 33, fuck. Ah. Okay, nee, das macht Sinn. Ups. Das geht ja schon. 33 plus 9, 42, 44. Ah. Bin irgendwie ein bisschen arm dran gerade, was Primus angeht. Schade. Ah, ich kann jetzt ein Event spielen, das mache ich glaube ich auch gleich, ja. Here we go. Alles klar.